Ihr nehmt euch wieder ein Stühlchen. Alle Angaben Univers, fragt euren Trainer und Arzt, den Apotheker und wer auch immer, ob das alles Safety ist. Ja, ihr müsst halt gucken oder sehr achtsam sein, dass das Ding nicht wegrutscht, dass die Füße nicht wegbrechen, dass es nicht umkippt. Weil ist der Fuchs was? Jedenfalls sucht ihr euch ein Stühlchen, machen wir wieder auf Box steigen bzw. auf Stuhl steigen. Im Wechsel mit ein bisschen Rückenmann, mit Superman, also Rückentraining sozusagen. Hier vorsichtig, hier hoch, aufsteigen. Ihr seht ja, Ikea dreht sich leicht ein, also ganz tricky Schritte. Und dann wieder runter und dann Fuß wechseln im besten Fall. Ja, ich mache es halt immer so, dass ich antippe, habe ich schon mal erklärt in einem anderen Video, und dann gleich wieder hochgehe. So, das macht er quasi BZV, bis zum Versagen. Ich denke mal, unsere Pros werden nicht bis zum Versagen kommen, deswegen sind so 50 Stück dann Limit. Die anderen, wenn die merken, das wird echt tricky, dann brennen die Oberschenkel auf. Also 50 Wiederholungen sollten drin sein. Und dann geht er quasi in die Bauchlage und macht den Superman. Also ihr macht euch lang, die Arme ausgestreckt, knacken über den Erdboden und hier hinten seht ihr, sollten die Knie abheben. Also nicht ihr Knie ablegen, sondern die Knie sollten auch vom Boden entfernt sein. So dass er merkt, ich kriege da Spannung im Rücken. Guckt nicht die ganze Zeit so hoch, dass er den Hals überstreckt, sondern bleibt hier auch relativ flach. Und das sollte so, ich sag mal, 30 bis 60 Sekunden bzw. bis zum Versagen durchgeführt werden. Und dann wechselt er wieder. Und das Ding ohne Pause durchweg, bis er merkt, Schluss, aus, Ende. Ich sag mal, 10 Runden sind auf jeden Fall drin. Beziehungsweise, wenn er merkt, ja, es ist nicht mehr möglich, auf den Hocker zu steigen oder den Superman zu halten, dann soll er fertig so sein. Viel Spaß, schönen Feiertag.